Die Situation in Afghanistan und die Kontroverse um Abschiebungen aus Österreich dorthin war natürlich auch Thema im zweiten ORF-Sommergespräch heute Abend mit dem grünen Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler. Seit ihrem historischen Triumph bei der letzten Nationalratswahl mit fast 14% und einem Höhenflug zu Beginn der Pandemie haben die Grünen in den Umfragen dieses Jahr nachgegeben auf etwa 12% aktuell. Wohl auch, weil der Juniorpartner in der Koalition viele Kompromisse macht oder machen muss, beim Ende für den Ibiza-Urausschuss oder in der Zuwanderungspolitik oder zuletzt bei der ORF-Wahl. Begonnen hat das Sommergespräch heute übrigens im strömenden Regen, allerdings mit dem Thema Afghanistan und den Abschiebungen dorthin. Die werde es trotz der Ankündigungen von ÖVP-Innenminister Nehammer nicht mehr geben, sagte Kogler. Ich habe ja schon Mitte der vorigen Woche Stellung genommen und klipp und klar zum Ausdruck gebracht, dass das erstens tatsächlich nicht geht, aber zweitens nicht sinnvoll ist und drittens auch rechtlich nicht möglich, weil es, und da geht es um nicht weniger als die Menschenrechte, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie unteilbar sind. Das sind ja die größten Errungenschaften der Zivilisationsgeschichte und die gelten auch für Österreich, auch wenn das Innenministerium sehr lange gebraucht hat, um hier einzuschwenken. Und wie jede Woche wollen wir auch dieses Sommergespräch hier im Studio live analysieren mit dem Politologen Peter Filzmeier. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Und mit der Journalistin Veronika Dollner, Ressortleiterin für Innenpolitik bei der Kleinen Zeitung. Guten Abend. Danke fürs Kommen. Guten Abend. Frau Dollner, war das denn, was wir gerade gehört haben und das rund um Afghanistan herum, die klare Ansage, die sich viele grüne Funktionäre zu dem Thema von ihrem Parteichef erwartet haben? Nein, definitiv nicht. Also man hat ganz klar gemerkt, wie unangenehm dieses Thema für die Grünen und für Werner Kogler ist. Er hat das sehr herumgedruckst. Er war nicht imstande zu sagen, ob Österreich jetzt Menschen aufnehmen soll oder nicht. Er hat so ein bisschen das auf eine europäische Lösung gehofft, gemeint, das wäre gut, wenn andere europäische Staaten das übernehmen könnten. Natürlich sollte man auch. Er ist in einem ganz klaren Dilemma, weil natürlich viele Grünwähler und auch Grüne an der Basis, grüne Funktionäre in so einer Akutsituation, die menschenrechtliche und auch humanitäre Aufgabe sehen, jetzt Menschen aus dieser Notsituation zu retten. Aber der Koalitionspartner sieht das eben anders. Aber man könnte mir nicht sogar sagen, dass die aktuelle, besonders schlimme Situation in Afghanistan auf eine bestimmte, paradoxe Weise den Grünen hilft, weil Abschiebungen dorthin jetzt tatsächlich nicht mehr möglich sind. Ja, sie versuchen es so zu argumentieren, aber diese klare Ansage, das Profilbilden, das Stehen für die eigenen Überzeugungen, das Einstehen, das bleibt aus. Weil Werner Kogler hat sich auch in diesem Gespräch ein bisschen zurückgezogen auf diese komfortable Situation zu sagen, ja, die Pläne vom Innenminister Nehammer, die lassen sich so faktisch eh nicht umsetzen. Also Scheindebatte führen wir nicht, da müssen wir gar nicht großartig drüber reden. Herr Professor Filzmeier, letztlich müssen sich die Grünen ja in allen Zuwanderungs- und Migrationsfragen der harten Linie der ÖVP beugen. Es gibt sogar einen eigenen Passus im Koalitionsvertrag. Wie schwierig ist das denn für Sie auch jetzt wieder in der aktuellen Situation? Die Botschaft von Vizekanzler Kogler war heute, unter Türkisblau war und wäre es viel schlimmer, nämlich die Situation von Flüchtlingen in Österreich. Nur er weiß, dass er sich da die Vergleichslatte so niedrig legt, dass er nicht mal abspringen muss, um irgendwie drüber zu kommen. Und letztlich stößt das Konzept, das Beste aus beiden Welten, hier an die Grenzen, denn was sagt dieser Marketingspruch eigentlich? Er sagt, ich überlasse der jeweils anderen Seite ihre Spielwiese und Zuwanderung überlassen die Grünen der ÖVP, auch weil sie mit den Freiheitlichen sowieso eine Mehrheit hätten bei Zuwanderungsfragen. Und der Zusatz, der nicht ausgesprochen ist, in keinem Regierungsprogramm drinnen steht, ist, und wir halten bei deiner Spielwiese möglichst mal die Klappe. Das hat nach dem Prinzip Hoffnung eine Zeit lang funktioniert, als Abschiebungen nicht das Top-Thema auf der politischen Tagesordnung waren, aber jetzt sind sie es und da funktioniert das einfach nicht mehr. Und das, was Sie angesprochen haben, kurzfristig mag es ja den Grünen und Werner Kogler helfen, dass man sowieso nicht abschieben kann, aber das ist ja keine Langzeitperspektive. Es wird heute kein ÖVP-Politiker sagen, wir schieben weiter oder wieder ab, auch morgen nicht und wahrscheinlich nicht nächste Woche. Aber was ist in einem Monat, was ist in zwei Monaten? Es können die Grünen ja wohl schlecht hoffen. Hoffentlich bleibt die Lage in Afghanistan so dramatisch, bleiben die Taliban so grausam, dass wir uns diese Frage nie stellen müssen, bis dann der erste ÖVP-Politiker, ob es nun der Innenminister Nehammer ist oder jemand anders, sagt, jetzt können wir endlich wieder abschieben und dann beginnt das Problem von vorne. Das Beste aus beiden Welten, Sie haben schon zitiert, so hat die Kanzler Kurz ja diese türkis-grüne Koalition beworben. Eineinhalb Jahre später sagte Kogler heute zur Atmosphäre innerhalb der Regierung und zu seinem Verhältnis mit dem Bundeskanzler.
Wichtig ist mir schon festzuhalten, dass wir eine gute Gesprächsbasis haben über weite Strecken. Nicht immer kommen wir rasch zu einem Ergebnis, aber es ist eine Arbeitsbasis, die tragfähig ist und die hält es, und die ist auch respektvoll und die hält es für sehr, sehr wichtig, Wahlkämpfe hin oder her. Was hätte denn die Republik Österreich davon oder die Bevölkerung, wenn die Regierungsspitze prinzipiell nur herumstreitet? Machen wir aber das Gefühl, das würden sie manche wünschen, hält das für einen kompletten Humbug. Wir haben Unterschiede genug. Aber wenn die Regierung nicht herumstreitet, geht das nicht quasi immer zwangsläufig auf Kosten des Juniorpartners? Konnte Kogler das heute überzeugend widerlegen? Naja, das große inhaltliche Versprechen der grünen Regierungsbeteiligung war ja, diese ökologische Transformation voranzutreiben. Und das ist der Bereich, wo die Grünen versuchen, tatsächlich zu liefern. Da gehen einige Sachen weiter, auch im langsamen Tempo mit Hindernissen. Allerdings die Spielwiese des anderen, wie der Herr Professor Filzmaier gesagt hat, wo dann die Klappe gehalten wird, das funktioniert seitens der ÖVP beim Thema Klimaschutz nicht ganz so diszipliniert wie andersrum. Ich glaube, Eine wahnsinnig wichtige Sache für den Fortbestand dieser Koalition wird sein, wie die Verhandlungen zur ökosozialen Steuerreform tatsächlich ausgehen, weil dass die Grünen bei den Themen, die der ÖVP zugeordnet sind, sich zurücknehmen, das ist jetzt schon mehrfach unter Beweis gestellt worden. Aber da wird man sehen, wie solide auch die Zugeständnisse auf der anderen Seite sind. Bei der Frage zu dieser Steuerreform nächstes Jahr ist Kogler ja relativ vage geblieben. Hätten Sie sich da eine klare Ansage erwartet? Ich glaube nicht nur ich glaube sehr viele. Das ist was, das tatsächlich sehr überfällig ist, weil die Ankündigung, dass es einen CO2-Preis geben wird, das ist schon im Regierungsprogramm festgeschrieben. Sogar der Termin 2022 ist auch im Regierungsprogramm festgeschrieben. Wirklich interessant ist aber, wie der ausgestaltet ist, weil solange man nicht weiß, was das konkret für ein Modell ist, sagt das noch nichts darüber aus, erstens, wie das Konsumentinnen und Konsumenten trifft und zweitens auch nicht, ob das tatsächlich wirkungsvoll ist. Und solange es auch dieses konkrete Berechnungsmodell nicht gibt, wird es immer schwierig sein, glaubhaft zu machen, dass es nicht zu einer Belastungswelle kommt. Das heißt, es wäre wirklich höchste Zeit, dass da einmal konkrete Rechnungen auf den Tisch kommen. Ganz großes Thema zwischen den Koalitionsparteien war natürlich in den letzten Monaten auch die Justiz. Der Vizekanzler wurde auch nach den Ermittlungen gegen den Bundeskanzler wegen möglicher Falschaussage im IBZU-Ausschuss gefragt. Was würde, so die Frage, nicht bei einer Verurteilung des Kanzlers, sondern schon bei einer Anklage passieren? Das war die Frage. Die Amtsfähigkeit ist, glaube ich, bei einem verurteilten Kanzler deshalb nicht gegeben, weil das auf europäischer Ebene schon sehr, sehr schwierig wäre. Es gibt auch verlangte Rücktritte von uns, wo es noch nicht einmal eine Anklage gegeben hat, wenn Sie so wollen. Es hängt ja immer von der konkreten Situation ab. Ich sage Ihnen, was das Wichtigste ist, passt genau zum Vorigen. Das Wichtigste ist, dass die Justiz und ohne Zurufe von jetzt, dass und von hier und von mir oder wem auch immer, die Justiz unabhängig ermitteln kann. Und dafür tragen wir Sorge. Kennen Sie jetzt aus? Nein. Also das war unter freundlicher oder auch unfreundlicher Ignoranz der einfachen Frage, was tun die Grünen bei einer Anklage, ein Nicht-Antworten, ein Herumeiern auf sprachlich vielleicht höherem Niveau. Denn es ging nicht darum, was ist bei einer Verurteilung. Es ging auch nicht darum, dass irgendjemand der Justiz zuruft, klagt ihn an, nämlich den Bundeskanzler, oder klagt ihm nicht an. Sondern die Grünen tun genau das, was sie der ÖVP und Sebastian Kurz bis 2019 vorgeworfen haben. Kein klares Bekenntnis, wo die rote Linie ist. Man kann ja sagen, diese ist erst die Verurteilung und nicht die Anklage, weil die Unschuldsvermutung gelten würde. Aber genau das hat Werner Kogler nicht deutlich gesagt. Es gibt auch keine Äußerungen, ob und wenn ja, warum er einen Unterschied macht zu Anklagen gegen den Bundeskanzler. Wohl wegen Falschaussage, da hat Werner Kogler im Sommergespräch gesagt, das wisse man noch nicht. Na, Schnellfahren wird es nicht sein und andere Delikte wären noch schwerwiegender. Aber was ist dann mit Finanzminister Blümel, wo es um Korruptionsdelikte gehen könnte? Hier hat er sich schlicht und einfach vor einer klaren Antwort gedrückt. Und was das zwischenmenschliche Verhältnis betrifft zum Bundeskanzler, das weiß ich nicht. Die Liebesgeschichten und Heiratssachen waren um 20.15 Uhr und nicht im Sommergespräch ab 21 Uhr. Das ist aber auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, gibt es einen Punkt, wo der Konflikt eskaliert? Das versuchen die Grünen zu verschleiern. Wie kann das denn weitergehen? Beim Ibiza-Urschuss haben die Grünen sich der Koalitionsdisziplin gefügt. Mit großen Schmerzen hat man ja auch angemerkt. Was passiert, wenn es tatsächlich zu Anklagen kommt?
Das ist, glaube ich, tatsächlich offen. Das wird ein weiterer kritischer Punkt sein über den Fortbestand dieser Koalition, sollte es so weit kommen. Insbesondere, weil der Grüne Club sich da nicht so ganz einig ist. Es gibt wohl diese Argumentation von Werner Kogler, die auch im Sommergespräch jetzt durchgekommen ist, dass Regierungsfähigkeit ist, glaube ich, der Begriff, den er nennt, die gegeben sein muss. Das als Parameter zu haben, ist aber wahrscheinlich auch einigen im Grünen Club zu schwammig. Und bisher gab es schon einige brenzlige Abstimmungen, wo nicht von Anfang an ganz klar war, ob alle grünen Abgeordneten im Parlament mitgehen mit dem Club. Bisher ist das gut gelungen. Ob das bei so einer heiklen Frage dann auch noch funktioniert, das steht in den Sternen. Natürlich kann auch ein Sommergespräch im Jahr 2021 nicht ohne das Thema Corona auskommen. Auch heute wieder sehr hohe Infektionszahlen, mehr als 700, die höchsten an einem Montag seit 3 Monaten. Und Werner Kogler wurde gefragt, ob es denn vorstellbar wäre, dass es im Herbst zu einem neuen Lockdown nur für Ungeimpfte kommen könnte. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, man muss im Leben nie was ausschließen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil alle Expertinnen und Experten, also Virologinnen, Modellrechner, uns hier versichern, dass eine Überlastung der Spitäler und der intensivmedizinischen Kapazitäten hier nicht absehbar ist. Und sollte es theoretisch jemals dazu kommen, wird man das auch noch vorher sehen. Also keine klare Festlegung da. In einem Nebensatz hat Kogler gesagt, dass er gegen eine Impfpflicht ist. Jetzt war die Corona-Politik ja das Hauptthema dieser Koalition im ersten Jahr. Da gab es sehr interessante Unterschiede. Am Anfang war Kanzler Kurz extrem streng und Rudi Anschober für die Grünen tendenziell eher vorsichtig und eher liberaler. Das hat dann gewechselt und Kurz hat die positiven Botschaften verkündet. Der grüne Gesundheitsminister musste streng sein und jetzt kennt man sich gerade nicht so recht aus. Wie geht man jetzt mit den steigenden Zahlen um? Die Grünen stellen den Gesundheitsminister, den zweiten schon. Könnte das für Sie schwierig werden? Ja, ich sehe zwei Probleme. Das erste gilt auch für die ÖVP, aber noch mehr für die kleine Regierungspartei Grüne. Man muss ja hier beim Thema Corona nicht mit Zielgruppen kommunizieren, also nicht mit jenen 10, 12, vielleicht 15% GrünwählerInnen oder mögliche GrünwählerInnen, sondern mit der Gesamtbevölkerung, sonst macht der Pandemiebekämpfung keinen Sinn. Also Werner Kogler muss hier nicht bei Studierenden in Wien-Neubau als grüne Hochburg punkten, sondern bei FPÖ-Anhängern 50, 60 Jahre plus, beispielsweise im Innviertel in Oberösterreich. Und das als Spagat der Kommunikation gelingt nicht, weil er benutzt ja sonst als Parteichef, als solcher war er eingeladen, Herbert Kickl als Reibebaum oder als Punching Ball im Gespräch. Jetzt muss er aber dann ganz lieb sein zu den Kickl-Fans und wenn er es wirklich wäre, er will es ja auch gar nicht, ist das A unmöglich und zweitens wird er sprachlich gegrillt und gekillt dann von seinen eigenen Grünanhängern, wenn er es auch nur versucht. Das zweite Dilemma bei der Corona-Kommunikation, was mir aufgefallen ist bei Kogler, er ist hier sehr nahe beim Bundeskanzler, er hat nicht gesagt, wir haben alles richtig gemacht, das hat er in Abrede gestellt, aber doch das Positive, wie viel man richtig gemacht hat, in den Vordergrund gestellt. Ganz anders als zum Beispiel die ÖVP-Schwesterpartei CDU in Deutschland, wo Bundeskanzlerin Merkel wie auch Gesundheitsminister Spahn auch sehr die Fehler eingestanden hat und sogar gesagt hat, man wird sich für ganz viel entschuldigen müssen. Insgesamt hat Kogler gesagt zur Regierungsarbeit, die Richtung ist stimmig. Jetzt tatsächlich ist ja die grüne Parteibasis bis jetzt auch hochdiszipliniert. Beim Parteitag im Juni gab es überhaupt keine Rebellion. Aber wie lange können die vielen Kompromisse unter dem Überthema besser die Richtigen regieren als die Falschen, also besser wir regieren als die FPÖ, hat ja Kogler heute auch wieder mehrfach angedeutet. Wie lange kann das gut gehen für die Grüne Partei? Ich glaube, die Ansage der Grünen mit der ökosozialen Steuerreform ist eine sehr klare und ich glaube, das wird tatsächlich der Knackpunkt sein. Wenn es da den Grünen gelingt, der Regierung gelingt, ein vorzeigbares Modell zu haben, wo auch die Grünen ihre Handschrift sehr deutlich machen, dann ist die grüne Basis wahrscheinlich gewillt, vieles weiterzutragen. Falls der Eindruck entsteht, dass sie sich auch da auf zu viele Kompromisse eingelassen haben, sich über den Tisch ziehen haben lassen, dann wird auch in all den anderen kritischen Bereichen wahrscheinlich werden die Augen nicht mehr sehr lange zugedrückt werden. Wann werden wir das sehen? Naja, die Ansage ist 1.1.2022. Bis dahin soll der CO2-Preis in Kraft sein. Frau Dollner, Professor Filzmeier, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Und wir müssen uns an dieser Stelle jetzt schon von den Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisat verabschieden. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Eine noch ausführlichere Analyse des Sommergesprächs von heute Abend gibt es aber heute noch bei Ingrid Turner und ihren Gästen ab 22.30 Uhr auf ORF 3.